Haben wir hier noch? Und vor allem liebe ich das Plündern. Wenn wir dann hier schon was rumliegen haben. Wow, 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 wow. Das Ding ist ja riesig. Da konnte man bestimmt einige Damen beschäftigen in diesem Etablissement. Ich guck's mir ja gleich an. Ich guck hier nur mal ganz kurz so überall rein, so. Aber hier wird nicht viel rumliegen, ne? Nee, komm, wir werden nicht alles durchsuchen. Wobei, Zwergenschnaps, Zwergenschnaps. Was haben wir hier? Oh, guckt euch das an hier. Was hat er denn hier für Vorräte? Was ist das hier? Oh, der Obst, lecker. Nee, Ziegenfell brauchen wir nicht. Der Zwergenschnaps schon eher. Heidewitzka. Roggenschnaps, Wasserflasche. Altes Schafsfell. So, und dann mal hier noch rein. Halt hier. Jetzt mach ich's doch. Jetzt gucke ich doch überall rein. Es tut mir leid, aber... Wer weiß, was hier noch so rumsteht. So, hier werden wir... Halt, da hinten ist noch was auf dem Bette. Ich meine, es sind viele Zimmer, aber es sieht nicht sonderlich wohnlich aus, ne? Also, hier ein Nümmerlein zu schieben, also... Ich bitte euch. Vielleicht ist doch kein Bordell. Vielleicht ist doch eher so ein er hat, also unten hat er gesagt, es wäre eher so eine Herberge. Aber hier die Träumerin hat gesagt, es wäre ein Bordell. Naja, wir werden gucken. So, dann raus hier, beziehungsweise, nee, halt in die obere Etage noch. So. Was ist das hier? Nochmal Zwergenschnaps und Roggenschnaps. Ja, die Schnäpse sind wichtig. Komm mal hier durch. Rumpelschepper. Abgeschlossen. Okay. Okay, okay, okay. Dann die Liste. Die Liste, die Liste, die Liste. Nee, das war falsch. Die Liste. Jetzt ist die Frage, wo ist die? Das ist sie nicht, ne? Verehrte Viscont, ein weiteres Mal möchte ich meinen Dank aussprechen, dass du die Hochzeit meines Sohnes mit deinem Lied bereichert hast. Deine Anwesenheit erwärmt unser Herz. Mhm, bla bla. Okay, hier hat er offenbar für einen Baron gesungen. Aber ich denke mal, wir müssen eher hier hin. Ja, da ist die Liste. Rosa Varatre. Vor Adel spricht Rosa nie unverbrämt, wie die Rose, die sich der Röte schämt. Was schert sie der Anstandsunterricht? Sie schwingt ihren Zwerg, mehr will sie nicht. Was tut sie? Er bezaubernder Villa mit großem Garten in Gildorf. Molly, also einmal haben wir hier Rosa Varatre. Wenn er mal noch Molly, zwar kennt sie gut den Hauch von Samt und Seide, im Liebesrausch vermehrt sie nicht das Stroh der Weide. Mhm. Sie macht's also überall. Sie heißt Waldtraut. Das ist die sich auch im Wald traut. Hahaha, Vespula. Obgleich schüchtern ihr Blick, kein Liebschaft sie scheut und mein Herz je schmilzt, fragt sie mich, wie wär's heut? Mhm. Okay, also Vespula. Dann haben wir noch Marabella, himmlisch tönt ihr Geschrei. Hinter geschlossenen Türen, doch auf der Bühne vor lauter Schnarchen ist kaum zu hören. Oh Gott, wie viele sind denn das? Elial, klingt gar nicht wie eine Frau. Ein seltsames Wesen von zwiefacher Art, gib ordentlich Acht, was sie dir offenbart. Oh, das klingt, weiß ich nicht, klingt komisch, Schneiderei gegenüber der Gerberei. Okay, wir haben es gelesen, diverse Liebschaften von vom guten Rittersporn. Stufe 13! So, bin fertig, hab's gelesen. Und jetzt? Ah, tatsächlich, jetzt muss ich die alle durchforsten hier. Ne, hier sind wir falsch. Ich glaube, ich muss eine Etage tiefer. Wo bin ich denn? Da geht's runter. So, sprich mit Soltern und dann lass mich raten mit Vespula, Ital, Molly, Marabella und Rosa Varatre. Na, das wird ja, das wären interessante Gespräche, vermute ich. Still here?
Looking for something? Ach, just checking to see that everything's in place. Buggers might have hauled something off for pawning. Actually, glad you're still here. Wanted to ask you about someone. Wen nehmen wir denn? Though well she knows the touch of silk and lace, she shuns not straw when gripped in lust's embrace. Molly keeps things tidy for the Baroness Lavalette. A baroness within reach and he settled for a chambermaid? Dandelion's not one to judge folk by their station. You know that. Like he says, in the alcove, we're all equals. Yeah. Guess a true poet observes life in all its aspects, examines it from all perspectives. Okay, Molly die Kammerzofe, Marabella. If I didn't know him better, I'd say he was jealous about this Marabella. Oh, doubt it. Former pupil. And well, the tales he told me about her. Doubt I want to hear them. Probably better off not. Things between them took a turn for the strange at some point. Meaning? She had him wearing mummer's costumes. Took to calling him Christian, referring to herself as Anastasia. Huh, truly perverse. He did a kind of half of it. Called him a stallion once. That's the fool took it as a compliment. Till she pulled a bit in the reins into her cupboard. Poor bastard fled out the window. Alles klar, Marabella hat also einige sonderbare Geschmäcker. Vespula. Vespula. Name rings a bell. She threw his knickers out the window. That's her. Hollered something about him being a scoundrel with a voice like a consumptive pheasant. That's her. Threw flower pots at him. Guess soul flames never die. Okay. Like a rose abashed of its crimson hue, fair Rosa would sink into humor's blue. She shunned her lessons in civility to swing her dwarf with agility. Dwarf? Never suspected he'd be so humble. Dwarfs what Rosa var Atre named her Gwyhir. Well chosen, eh? Her dad's an Ofgardian aristocrat with the Imperial Legation. Commissioned Dandelion to tutor Rosa and her sister in the art of rhetoric. But we, Rosa, preferred swordplay. How dare she reject the great bard in favor of a common swordmaster? More than one, it seems. Week on week, we get fresh gossip about her thrashing another instructor. So bad he resigns. Word has it her dad's now looking to hire her next victim. I mean, instructor. Klingt, als müsste ich mit ihr fechten. Elial. A figure most rare, her nature dual. Look deep in her eyes or be made a fool. Well, well, seems fascinated with this one. Not without reason. Never been much for elven women myself, but this one's exceptional. Dare say Francesca Finderbeard be jealous. You want to take this one, then? Nah, you can have her. Why? You see, elven beauty's like a young Beauclair wine. Whereas I prefer vodka straight up. Alles klar. Okay, das wird, wie gesagt, das dürfte recht interessant. Well, know about all I wanted to know. Thanks for your help. Das dürfte recht interessant werden. Aber bevor das recht interessant wird, wartet mal kurz. Wir haben doch gerade einen Levelaufstieg gehabt, ne? Wann kriegen wir hier die bei Stufe 16 erst? So, wir haben das, wir haben das, wir haben das, wir haben das. Da können wir noch keinen reinsetzen, oder? Wie viel haben wir denn? 15, 15, 16, 17, 18, 19. Einen müssen wir noch. Okay, was ist das? Achso, das erhöht die Überdosis von Möglichkeit von Tränken. Ich könnte natürlich hier noch einen reinsetzen. Den könnten wir dann da hinsetzen, oder? Ja. Ja, ja, ja. So, komm. So, jetzt könnten wir nämlich da unten reingehen, aber wir können das hier hinsetzen. So, dann ist das aktiv. Und was gibt es als nächstes bei den Bomben? Erhöht die Maxim... Oh, das ist gut. Maximale Anzahl von Bomben, das gefällt mir. Und was mit den Ölen? Klingenöle haben jetzt 33% mehr Ladungen. Das ist auch cool. Cool, cool, cool. Was haben wir hier? Verzögerte Genesung, Trankeffekte klingen nicht ab, bis die Vergiftungsstufe unter 90%. Okay, also das dürfte alles recht interessant werden. Hatte ich nicht noch besondere Stiefel, die ich anziehen konnte? Nee, die hatten wir noch nicht. Okay, dann mal auf zu den
zu den Damen Vespula. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt, wer war denn Vespula von denen? Ich glaube, Vespula war die alte Liebe, oder? Jetzt hat er auch noch die Reihenfolge geändert. Super. Weg, ihr Krähen, ich kümme. Ich guck mal kurz, welches Level das dieser Quest hat. Was für eine komische Musik. Nee, komm, die quatschen wir jetzt an. Die Hexeaufträge können wir immer noch machen. Ach, da ist sie, glaube ich, die erste. I will get you every last copper. With interest. Give me a week, please. Horson's no banker. He's an honest man. You pay on time, you get protection. You don't pay. Help! What you hollering for, stupid wench? What are you hoping for? A knight in shining armor? Close enough. Keep out of this, Greyhead, not your concern. Ich glaube, da braucht jemand eine ganz bösartige Drachtprügel. Vespula hat einen neuen Beschützer. Na, so weit würde ich nicht gehen, aber ich würde sagen, verschwindet. Go. Now. Now listen. You might have two swords, but there's four of us. Yeah, four men. Collecting tribute from one washerwoman. Don't think I have much to fear. Best think again. So, uno momento, verbesserte Kartesche. Ich würde sagen, jetzt war es nur noch einer. Ich bin so ein Bösartiger. Mit der Kartesche, das ist echt der Hammer. Ist gut, jetzt du bist doch schon. So. Ich habe fertig. Git, was für ein Desaster. Guckt euch das an. Covered in blood, all of it. So much work for naught. Entschuldigung. No need to thank me. It was nothing. Sorry. Don't get me wrong, I'm grateful, but everything I had, I just lost. Oh, muss ich jetzt doch? Nee, ich muss nicht 200 bezahlen. Beruhige dich, das geht raus, die paar Eingeweide. Da habe ich auch noch die Kartesche genommen und die über den ganzen Platz verteilt, die Kerle. Naja, Don't know if you remember. We've met. I don't... Wait, I know you. You're that witcher I near clobbered with a vase when... Well... When you kicked Dandelion out, through the balcony. Actually, he's the reason I'm here. Know where he is? Probably out whoring. That horse pheasant. That lying scoundrel. Ouch. What did he do to get your goat? Same thing as ever. Prize bullshitter came back, saying it was till death do we part this time. And no more than a week passed before I spotted him in Harborside, strolling with some trollop on his arm. 'Twas the last straw. All those questions about the washerwomen at the bathhouse, then this. I beat him black and blue and threw him out on his ear. Okay, das hilft uns ja nicht weiter. Ja, sie war die alte, die alte Liebe. This woman he was with in the harbor. Who was she? Claimed she was his niece from Kovir. Horvir, more likely. Corset so tight her eyes were popping out her head. His too, come to think of it. An artist or a whore. Doesn't much matter as they're one in the same. Künstlerin, war da nicht einer von Künstlerin von diesen? Dandelion ask you about other washerwomen? Not terribly subtle even for him. Maybe he likes some sudsy. Maybe. But what did he ask about exactly? Oh, this and that really. What's it like at the bathhouse? Have I got any friends there? What are their working hours? I don't know. Maybe he's looking to hire one for his tavern. Maybe I got all in a huff for no reason. Okay. Thanks for your help. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob uns das weitergeholfen hat. Listen, when I find Dandelion, anything I should tell him? No. I mean, tell him he's a two-faced snake, but it would be nice if he dropped by. Ja, ja, alte Liebe rostet nicht. So, erhalten Erfahrungspunkte, alles klar. Dann mal zu Elial. Ach, Elial, oh Gott, Elial war glaube ich, die Elfendame.
die etwas merkwürdig war. Sie hatte zwei Gesichter oder so, hatte er gesagt. Ich hoffe, das geht gut. Ich habe da so meinen Verdacht, aber ich werde ihn noch nicht äußern, damit ich nachher sagen kann, ich hab's euch doch nicht gesagt. Hier rein. Welcome. Do come in. Bist du? Okay, mein Verdacht wurde bestätigt. Ja, zwei Seelen wohnen nach, Seelen wohnen nach in seiner Brust. I'm a friend of Dandelions, looking for Eliel. You've come to the right spot. How might I be of service? Need something shortened? Patch your trousers, darn your socks. You, Eliel? Yes? Now pick your jaw up off the floor. Sorry, I thought. Thought Eliel was one of Dandelion's girlfriends. Oh, so it's that. Wait here. Lass mich raten, er kommt jetzt in Frauenkleidern wieder raus. Yep. Any better? Wunderschön. So you're... Eliel. Did you and Dandelion... I mean... How did you two meet? I met him one night in a tavern. He was blind drunk. Das erklärt einiges. Den Rest will ich gar nicht wissen. Oh doch, komm, erzähl mal. What happened? What do you think? We spoke. That's it. I'm not sure what you're getting at. But I should make one thing clear. Men don't interest me. Told him that as well. Luckily, Dandelion's an open-minded fellow. We had a lovely evening. He became a loyal customer afterwards. Na, das klingt doch interessant. Okay. Wann hast du... Ja, das interessiert uns am ehesten. Worüber habt ihr gesprochen? Das ist vielleicht auch interessant. Warum kleidest du dich so? Das ist doch seine Sache. What did you and Dandelion talk about? He asked about anything in particular? Let me think. Had an ordinary chat, really. Although, indeed, he did keep asking about Kalkstein. If Dandelion and I hadn't laid our cards on the table at the start, I might have suspected he had a history with the alchemist. He spoke like a lovesick beau. In fact, he desperately wished to meet with him. Kalkstein's in Novigrad? Wouldn't mind seeing him myself. You're too late, I fear. The witch hunters nabbed him recently, burned him at the stake in Hierarch Square. But as he perished, ooh, the goings-on, impressive. Fiery beasts circled his pyre, then rose into the sky and exploded to form letters. Really? What did they spell? Radovid sucks flaccid cock. Das nenn ich mal einen Abgang. Auf dem Scheiterhaufen noch seine quasi Henker zu verhöhnen. Okay, warum verkleidet... Nee, hier. Dandelion visit your shop often? I tried many times to talk him into a decent doublet. Sadly, he'd only come in to get a button reaffixed or a hole patched. When did you last see him? Some time ago. He brought in one of Zoltan's jerkins, insisted I sew on an extra pocket. Odd as requests go, I had the distinct feeling he'd actually come to talk. Okay. Wie gesagt, das ist ja eigentlich seine Sache, aber vielleicht gibt es ja noch den ein oder anderen lustigen Gesprächsinhalt, deswegen wähle ich's mal aus. I know this is none of my business, but why do you... Why do I dress up? As a child, I dreamt of becoming a Doppler when I grew up. I became a tailor instead. Discovered clothing. Costumes can express all the complexities of one's personality. I'm a Redanian countess one day, a dockside thug the next. That is true freedom. Mm-hmm. Have you never thought to become someone else? Even for a moment? Must be horribly boring being a witcher all the time. I managed to stay interested. Alles klar, okay. Auch der konnte uns nicht allzu viel weiterhelfen. Nice to meet you. I can help with much more. If you need new trousers or a vest, you know where to find me. Alles klar. Okay, dann geht's weiter. Wobei das wohl keine Mätresse war. Einfach mal ein guter Kumpel. Das war Eliel. Oder sagen wir mal ein Saufgenosse eher, ne? So.
Ach, guck mal, ein Zwerg. Wie süß. So, mit wem müssen wir jetzt sprechen? Mit Molly. Das müsste die Mätresse, das müsste die Kammerzofe sein, oder? Von der von irgendeiner Baroness. Das sieht immer noch so cool aus hier, auch wenn gerade ein bisschen wenig los ist auf den Straßen. Da ist der nächste Quest. Worum geht's denn hier? Mein guter Herr hier. Got the courage to repeat that slander to my face? Readily. You are a mutant, a freak, a useless relic of a bygone age that should be burned like a withered branch. Okay, gib mir die Kontrolle, gib mir die Kontrolle. So. For a relic, I'm pretty darn good with a sword. Now a cut where you'd bleed to death before you hit the ground. Run out of things to say? Good. Preacher's fierce in the mouth. Put Oller at him and his tail slinks between his legs. Come on, people. Tja, da guckst du, ne? Ha, ha! Gewonnen! So, ich hab so den Verdacht, ich werde demnächst mit dem ewigen Feuer richtig Ärger kriegen. Schauen wir mal. Was ist los? Ich hab nicht. So schlimm war es doch nicht. Jaha. Ich glaube, ich bin hier falsch. Ja. Oder? Kann man hier lang? Doch, man kann hier um die Ecke, glaube ich. Hier lang, ne? Ja. Ja, sieht gut aus. Die Stadt ist so cool gemacht. So, wo ist denn das? Oh, hier ist ein Schneider, oder? Da ist eine Schere. Moment. Da ist eine Schere. Wie kommen wir da ran? Ich will wissen, was man da machen kann. Ich will da hin. Ich komme gleich. Aber hier ist irgendwas ist da. Nee, Schneider kann es nicht sein. Ist das vielleicht der Friseur? Nee. Hier lang? Wo ist denn das? Hier auch nicht. Ich will eine Frisur. Ey, der sieht ja aus wie ich, oder? Fast. Ein Barbier! Greetings to the honorable gentleman. Razors, scissors, knives, ground to sharpness mere moments ago. Need a trim. Think you can manage? Oh, das machen wir, oder? Das machen wir. Bart getrimmt. Ich finde eigentlich meinen Bart cool, oder? Was gibt's denn zur Auswahl? Glatt rasiert, Vollbart getrimmt, buschiger Spitzbart mit kurzem Schnurrbart. Sympathische Koteletten. Ich dachte, es geht um den Bart. Schnurr- und Oberlippenbart. Nee, glatt rasiert wollen wir nicht. Wollen wir mal ein buschiger Spitzbart mit... Ja, komm her. Wie sieht's aus? Buschiger... Ja, auch nicht viel anders, oder? Kann man da noch was anderes? Vollbart getrimmt. Wie sieht denn Vollbart getrimmt aus? Kostet jedes Mal 5 Kronen, aber... Ja. Ich glaube, das lassen wir mal. Hier so ein bisschen vollbärtig können wir ruhig aussehen. Rasiert bis auf einen Pferdeschwanz. Lang und offen. Dann sehe ich aus wie der Vater von Malfoy aus Harry Potter. Offen nicht zu lang. Seiten rasiert oben kurz. Nee, ich will keinen Undercut. Was denn der elfische Rebellenschnitt? Ich glaube, ich will lang und offen. Aber erstmal gucke ich mir noch den elfischen Rebellenschnitt an. Nee, also das, nein. Lang und offen. Schneid die Haare wieder ran. Los. Lang und offen.
Oh ja, das entspricht meinem derzeitigen Aussehen am besten. So, ihr wolltet ja mal eine Facecam, da habt ihr eine. Gut, die Farbe stimmt nicht ganz, aber der Rest haut hin. Okay, die Narbe müsst ihr euch auch wegdenken. Ich glaube, so lassen wir das mal. Das sieht ja mal richtig wild aus. So long. Oh, der wilde Fleck. Mit Spitzbart und allem drum und dran. Ohohoho. So, danke sehr. Meister mit der flinken Schere. Meister mit der flinken Schere. So, Let's go kill some monsters. Jo, machen wir, aber jetzt tun wir erstmal das hier. Niemand darf in Novigrad Rüstungen oder Helme verkaufen, die nicht zuerst unseren Reihen beigetreten. Aha. Okay, da will jemand also die Geschäfte kontrollieren. Ich glaube, das sind aber keine Aufträge, ne? Vorsicht, Schwindler. Gute Novigrader, lasst euch sagen und sagt es allen weiter, dass Klaus Vetterling ein Lügner, Betrüger und Schwindler ist. Seine Haarwuchs, Wunderformel ist nichts als... Ah, sag bloß, echt? Ich nehme die mal trotzdem mit, das sind alles nur so Anzeigen. Achtung, ein Dieb. Vergangenen Sonntag wurde im Keller des Kaufmanns Gin Longobardi eingebrochen und ein fast Dreifachmet wurde entwendet. Ungefähr zur selben des Einbruchs, bla 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 bla. Ich glaube, das ist auch nur... Gesucht. Erstklassiges Brennholz, das haben wir schon gelesen. Warnung. Auch das haben wir schon gelesen. Und auch das haben wir schon gelesen. Wiederholt sich hier teilweise. Aber jetzt gehen wir erstmal hier zu Molly. Mit unserer neuen Frisur.